Hallihallo und herzlich willkommen beim Let's Play von Grimdawn, dem Diablo 3 für Profis, vor allem auf dem Schwierigkeitsgrad Veteran. Hier kann man noch Elite und Ultimativ einstellen, aber ja, das ist sehr riskant. Also es gibt zwar nur 50 Level und das kann man alles auf normal erreichen, aber ja, es wird schon extrem schwer auf Elite und dann noch Ultimativ. Dann lassen wir mal normal, aber Veteran. Und es wird ein richtiges hartes Stück Arbeit. Da möchte ich eigentlich auch einen relativ leichten Bild machen. Am Anfang wählt man Dämonologist, weil der kann relativ schnell dann die Trash-Mobs von Akt 1 besiegen und dann nimmt man die Hauptklasse Schamanen. Also der Schamane, weil der dann den Damage und die Health Regeneration macht, die der Build so braucht. Deshalb machen wir mal einen männlichen Charakter namens meinem Kanalnamen, Drago Basel, und starten das Game. Und ganz am Anfang stört mich, dass die Heiltränke nur hier sind. Und ich mache meistens die Heiltränke gleich mal hier hin, damit ich eigentlich die auf den wichtigsten Tasten habe. Und da ist der Henker Jarvis immer noch am Leben, wie ich sehe. Du bist ein verdammter Glückspilz, das muss ich dir lassen. Am besten, du sprichst gleich mal mit Captain Bourbon. Er scheint etwas mit dir vorzuhaben, jetzt wo dein Leben verschont wurde. Ich, was geht hier vor? Wo bin ich? Willkommen in Devil's Crossing, der vermutlich letzten Zuflucht der Menschheit. Du warst besessen, also haben wir dich aufgeknüpft, so wie wir es mit allen ätherischen Übernommenen zu tun. Also wir sind wahrscheinlich ätherische Übernommene, also ja, so von einem ätherischen Ding sind wir einfach übernommen worden, aber nicht ganz. Also wir haben scheinbar noch unsere, ja. Ich soll sagen, einfach alles so unsere Gedanken und so. Wir sind nicht komplett übernommen worden, wahrscheinlich. Aber es scheint, als hätte der Geist deinen Körper verlassen, bevor ihm die Lebenskraft ausgegangen ist. Okay, ich habe keinen Geist mehr, oder was? Ich hätte dich ja hängen lassen, aber der Captain hatte andere Pläne, hat noch anders mit dir vor und ich will nicht dagegen reden. Was die Ätherischen sind und wieso das so gefährlich ist und so, das wird man dann im Spiel erfahren. Ich hätte dich ja hängen lassen, aber der Captain hat andere Pläne. Ah, das haben wir gelesen. Wo kann ich dann diesen Captain finden? Er stellt die Straße hoch auf dem Vorplatz und koordiniert vermutlich gerade unsere Verteidigung gegen die Toten. Ich hoffe, ich bereue es nicht, dich von den Strick wieder abgeschnitten zu haben. Also Zombies wird es wahrscheinlich auch geben. Dann mache ich mich gleich auf den Weg. Also, es gibt mehrere Fraktionen. Die Fraktionen sind hier. Und Devil's Crossing sind unsere nette. Darum sind sie auch so ein bisschen gelb. Und die sind eher, also ja, toleriert noch. Und hier feindselig und auch hier feindselig. Also, Kloniker sind die Untoten scheinbar, ja. Ah, das sind die Blutmager und so, die, genau, die ab und zu manchmal sind. Und die Ätherischen sind die Untoten mit ihren ätherischen, ja, alles was so leuchtet. Das werdet ihr dann sehen. Also zum Beispiel hier leuchtet es. Und an anderen Orten auch. Also nicht nur bei den Rifts. Das sind die Rifts, das sind die Portale. Und ja, dann gibt es so Kristalle, die einen übernehmen wollen und so. Aber auch Gegner beschwören und ja, Generatoren zum Beispiel. Das werdet ihr danach sehen. Und jetzt reden wir mit John Bourbon. Für jemanden, der gerade den Tod von der Schippe gesprungen ist, siehst du gar nicht so schlecht aus. Du warst übernommen, besessen von denselben Kreaturen, die die Zombies hier auferstehen lassen.
Normalerweise hätte ich dich mit den anderen verbrannt, um sicher zu sein, aber wir haben so viele Menschen an den Toten verloren. Ich brauche jemanden, der entbehrlich ist, jemanden, der nichts zu verlieren hat und zu viel zu gewinnen. Im Moment bist du das. Stelle deinen Wert für mich unter Beweis und die Überlebenden in Davis Crossing heißen dich vielleicht willkommen. Was soll ich für euch tun? Die Körper der Toten stehen in einer entsetzlichen Art und Weise wie drauf. Leichen sollten nicht aufstehen und herumlaufen. Irgendetwas belebt unsere Verstorbenen mit ätherischen Energie wieder. Wir haben die Toten eine Weile beobachtet und es scheint, als ob sie Lower Crossing vom Burial Hill her überschwemmen. Ich möchte, dass du nach Burial Hill gehst und herausfindest, was diese Abscheulichkeiten kontrolliert und es zerstörst. Wo kann ich Burial Hill finden? Du wirst dich durch Lower Crossing kämpfen müssen. Wenn du den Strom auf der anderen Seite der Stadt passierend hast, wird dich ein naheliegender Pfad nach Burial Hill führen. Ich weiß, dass ich viel von dir verlangen, aber ich werde auch von vielen Leuten, dass sie dich mit offenen Armen empfangen. Hilf uns in dieser Stunde der Not und ich werde Davis Crossing für dich öffnen. Ich werde herausfinden, was die Leichen auferstehen lässt. Also, wir werden... Ja, diese Stadt wird hier angegriffen. Das ist ein ehemaliges Gefängnis. Und ja, da ins Gefängnis rein können wir noch nicht. Wir können nur hier außen herum noch gehen. Und hier ist ein Händler. Hier könnte man mit dem Schrott, sind eigentlich die Goldmünzen, Gegenstände kaufen. Oh, schau, es ist der Besessene. Ich sag dir was, ich habe da etwas getan, was getan werden muss und ich bezahle gut dafür, dass es erledigt wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du das nötige Zeug dazu hast, aber komm zurück, wenn ein wenig Blut an deinen Schuhen klebt und ich überlege es mir vielleicht nochmal. Aber sieh zu, dass es nicht dein eigenes Blut ist. Also werden wir wahrscheinlich Quests bekommen und hier haben wir dann einen Eingang. Hier oben haben wir auch noch einen, der nachher eine Quest gibt. Und hier oben können wir dann raus und die ersten Zombies kloppen oder auch so grillen. Da haben wir jetzt zum Beispiel bessere Lederhosen, die 6 Verteidigung mehr haben. Und hier haben wir den ersten Zombie zum Besiegen. Wie gesagt, ich spiele Veteran, es kann also ab und zu schwer werden, richtig schwer, knapp sogar. Aber... ja, ich verliere relativ wenig Leben, wenn man es taktisch gut angeht. Nicht allzu viele Zombies auf einmal an einem Ort pult. Kann man zum Beispiel eine Schrottmuskete benutzen. Die mache ich gleich mal. Das ist viel sicherer. So, alles Gefleuche mal weg. Zu viele Zombies. Da ist noch eine Grille. Da kommen mehrere Grillen. So, Geißeln nehmen wir die. Habe ich gerade gelesen. Und eben Sprengmeister, also der Monologist auf Englisch. Als erstes und dann Schamane als zweites. Der Schamane hat eigentlich meist so Zweihandwaffen-Skills oder so Ladungsstufen-Skills, also die, dass wir stärker werden. Am Anfang im ersten Schlag nur 30% und dann bis zu 100%. Dann so Area-Effekt-Attacke mit Zweihandwaffe, die aber Abklingzeit hat. Dann zum Beispiel ein Zauber, der Blutungsschaden macht und Lebenskraftschaden. Lebenskraftschaden ist einfach so, ja, wie soll man es nennen? Auch, glaube ich, ein bisschen Dot, also Damage over Time. Und Verlangsamung hier, langsames Laufen, auch ein Zauber. Dann eine Beschwörung. Eine defensive Fähigkeit mit Gesundheit und Energieregeneration. Und zum Beispiel hier oben Totems, Sturmtoten und Wendigo-Toten für Lehm. Ja. Und hier Schaden. Hier haben wir
eine Beschwörung wieder. Und Bonus für Begleiter und für den Charakter. Also, wir nehmen aber eben den Sprengmeister. Der hat hier oben Angriff mit einer Waffe. Das sind verschiedene Effekte drauf. Dann zum Beispiel ein Buff. Dann verschiedene Bomben und Granaten. Zum Beispiel hier Grenado. Eine sehr starke Fähigkeit mit physischen Schaden und Durchschlagschaden. Und zum Beispiel hier, was wir auch verwenden werden, ist so ein Area, so wie eine Aura, die Schaden macht. Und hier oben haben wir den Buff, also der Buff, hier Berührung der Flammen. Und rachsüchtige Flammen müssen wir als erstes dorthin kommen. Dafür nutzen wir aber am Anfang kurz Feuerschlag, können es dann resetten. Und hier benutzen wir, sagen wir mal 1:1 Konstitution und Geist und später nur noch Konstitution. Und sagen wir immer in geraden Levels machen wir Konstitution und ungeraden machen wir Geist. Also zuerst Konstitution und danach Geist. Level 3 kommt dann Geist hin dran. Jetzt können wir nämlich hier nicht den, der Feuerschlag aus ist und hier auch. Dann machen wir noch ein bisschen Feuerschatten dazu. So, hier kann man Richtung Osten gehen. Oh, eine Großaxt. Noch besser. Ha! Bisschen Zweihand-Axt kämpfen. Da kommen wir jetzt gerade nicht dazu. So. Ja, das sind die Eisenstücke. Also, ja. Schrott ist dann noch etwas anders. Und diese Eisenstücke ist eigentlich das Gold. So. Ja, das macht viel Schaden. Hä? Jetzt haben wir nämlich Feuer auf dem Angriff. Und zwar wie viel? Also wir machen mehr Waffenschaden. Und zwar 2% mehr Waffenschaden. Dann 11 Feuerschaden hinzu und plus 10 physische Schaden noch hinzu. Das ist doch schlagend für den Anfang. So, und jetzt haben wir so einen Schrott, das meinte ich. Ist jetzt nicht so ungefähr die Währung. Ich habe es ein bisschen verwechselt. Es ist Handwerksmaterial für später zum Craften. Und für eine Quest müssen wir 5 sammeln gleich am Anfang. Die Quest haben wir aber noch nicht. Hier sind nämlich die aktiven Aufgaben. Können wir mal ausmachen. Wir wissen ja jetzt, dass wir nach Burial Hill gehen müssen. Und jetzt gehen wir kurz hier hin, aber gehen nicht rein, weil hier hat es ein Boot. Da kann man auch kurz in ein Zwischengebiet gehen, aber das ist noch zu hochlevelig dort. Und man wird eigentlich relativ schnell von vielen angegriffen. Und so Gegenstände wie diese kleinen Kommoden oder hier die Tische, Stühle und so kann man kaputt machen. Bringt so nicht viel, aber in Schränken können manchmal ja, Gegenstände sein. Können manchmal Gegenstände sein. Und Türen kann man kaputt machen. Hier auch wieder der Tisch. Der geht jetzt gerade nicht kaputt. Keine Ahnung wieso. Wahrscheinlich nicht alle Tische gehen kaputt. Und jetzt haben wir auch so ein Geist-Elixier bekommen, um das, hallo, triff doch mal, um die Energie aufzufüllen. Und so in so Schränken sind manchmal Items, aber manchmal auch nicht, wie jetzt. Die kann man noch extra kaputt machen. Und so Notizen kann man lesen, aber es ist zu viel zum Lesen. Dürft ihr gerne kurz auf Pause drücken und das durchlesen. Kann ich hier nach unten scrollen noch ein bisschen. Und dann ja, dürft ihr das gerne durchlesen selber. Sonst geht das nämlich zu lange, bis ich da fertig bin mit Lesen. So, und jetzt sind wir Level 3. Schauen wir gleich mal wieder rein.
Ich denke, ich mache noch mal einen rein. Weil wir haben recht starke Gegner bald. Ja, zwei machen wir hier unten rein. Also je weiter wir das rechts haben, desto mehr Skills können wir auswählen. So nach rechts. Und wir müssen eben nur bis hierhin gehen, nur bis 10. Bei diesem Skill beim anderen müssen wir weiter. So, und hier haben wir gesagt, Geist bei Ungeraden. So. Und weiter geht's. Ich bleibe jetzt mal hier links und gehe nachher wieder rechts runter, damit wir alles erkunden können. Hier haben wir wieder diese Willhalten-Geißel. So, hier haben wir eine gelbe Waffe. Also gelbe sind die magischen Items, die schwächsten verzauberten Items. Dann gibt es grüne, die sind selten verzaubert. Und dann eben Legendary. Und später gibt es nochmals eine, die violetten Items. Die blauen sind die Legendaries. Und natürlich stärker als die grünen, eventuell. Nicht immer, also grüne können schon stärker sein als die blauen, aber sehr selten. Und die violetten sind dann noch stärker. Die kann man fast nicht überbieten mit blauen. Aber es wird relativ wenig eigentlich die benutzt, weil die blauen manchmal eher charakterzutreffender sind. Also zum Beispiel, wir brauchen dann viel Donnerschaden, weil wir recht viel Donnerschaden machen. Blitzschaden, also Elektroschaden. Und ja, deshalb ist es nicht alles optimal. Oh, jetzt haben wir eine gelbe Zweihandwaffe mit einer Energieregeneration pro Sekunde. Sehr nett, Dankeschön. Das erfreut doch mein Herz. So, jetzt haben wir alles hier. Jetzt gehen wir noch kurz hier rein, aber hier war ja nichts. Nö. Und jetzt hier entlang. Hier kann man runter, ja. So. Jetzt haben wir noch eine Einhandwaffe gefunden, die gelb ist. Aber ja, minus 4 Schaden pro Sekunde und braucht sogar mehr Konstitution. Jetzt haben wir eine gelbe Jacke. Okay, auch besser. Na, Zombies. Da hat es noch ein paar Zombies. Und hier, boah, das war ein kritischer Treffer. Ja, das seid ihr. Hallo. Und hier haben wir die ersten Sockelgegenstände. Die muss man zuerst hinzufügen. Also jetzt hier haben wir drei. Und die haben immer Teilkomponenten. Also jetzt haben wir zum Beispiel hier beschädigte Panzer 1 von 3. Und hier auch. Und die kann man dann hinzufügen, indem man rechts klickt und dann auf den anderen hinzumacht oder hier oben klickt. Komponenten vervollständigen. Wir haben eben nur eins pro Komponent, noch nicht drei. Und deshalb können wir das noch nicht. Ja, wir können schon benutzen, aber es ist noch sehr schwach, sozusagen. Gut, also dann haben wir hier fertig. Und weiter nach oben gehen wir dann später. Hier haben wir wieder Tagebücher zum Lesen. So, und Handschuhe haben wir auch, aber die erreichen wir gerade nicht. Wir müssen außen herum. So, hier haben wir wieder Tagebücher. Könnt ihr auch kurz Stopp machen und lesen, wenn ihr wollt. Und hier ist der zweite Eintrag. Da kann ich noch bisschen runter scrollen. So.
Und ja, die zwei Sachen möchte ich gerne ausrüsten, brauchen aber noch Konstitution. Wir sind ja gleich ein Level. Ah, die Kneipe haben wir hier. Alle umhauen. Alles umhauen. Bam. Kann man alles kaputt machen. Die Kneipe wird nicht mehr gebraucht. Die Dinge haben wir. Ja, die Handschuhe. So. Oh, da kommen noch mehr. Jetzt haben wir Level Up. Also, wie gesagt, jetzt einfach weitermachen, bis wir 10 haben. Und hier haben wir ja wieder gerade, da haben Konstitution. Und jetzt können wir die Schuhe auch ausrüsten und die Dinge ersetzen, die Hosen. So, und eine Sturmhaube ist natürlich besser. Wow, viel stärker. So, dann haben wir hier alles. Dann können wir oben noch die Gegenstände zerstören. Okay, hier haben wir noch eins. Eine Kiste. Und hier. So, jetzt haben wir alles zerstört. Da ist zu. Da könnte man manchmal in bestimmten Szenen, also wenn man reingeht, ist immer eine neue Szene. Das sind manche Sachen woanders. Jetzt ist zum Beispiel hier ein Stein und hier ist ein Stein und die können mal hier sein oder hier. Und der kann mal hier sein. Je nachdem müssen wir dann einen anderen Weg finden. Nicht immer der gleiche Weg führt dann zum Ziel. So. Dann haben wir hier oben das erste Rift. Das sieht man hier. Gleich mal aktivieren. Und von diesen Rifts kann man jetzt überall hin teleportieren. Also jetzt können wir wieder zurück. Können wir mal die Sachen ablegen. Verkaufen am besten schon. Und ja, brauchen wir alles nicht. Alles verkaufen. Haben wir 427 und könnten jetzt etwas Besseres kaufen, aber es ist alles noch recht teuer. Ja, brauchen tun wir eigentlich nichts gerade noch. Vielleicht einen Ring oder so, aber es ist auch alles zu teuer. Schade. Können wir noch nichts machen. Gehen wir wieder zurück und machen den Rest unterhalb vom Portal. Und im nächsten Part machen wir dann hier oberhalb noch alles. Gehen wir kurz zuerst nach links. Hier haben wir noch Grillen. Oh, schau mal. Einer, der halb brennt und halb vergiftet ist. Nicht daneben. Schlagen. Hi. So. Die Häuser sind hier ganz komplett zerstört. Einen Ledermantel haben wir hier noch. Ah, hier ist mal ein intaktes Haus noch, das wenigstens ein Dach hat. Zuerst die Grillen am besten töten, weil die könnten recht viel Schaden machen durch das Gift, wenn sie dann sterben. Da können die Zombies nicht hinterherkommen. Und, oh, plus 33 Verfassung, ist ja mega stark. Das ist recht nett, also hier haben wir jetzt 90, ohne das haben wir auch 90. Keine Ahnung, wieso nicht. Wieso es nicht Plus gibt. 90 plus 33 müsste ja mal mehr als 10, mehr als 20 sogar geben. Keine Ahnung. Ah, das ist ja Konstitution.
Doch, Verfassung ist Konstitution. Oder ist das Rüstungswert? Steht das irgendwo noch? Das weiß ich gar nicht, was das genau ist. Aber Verfassung ist wahrscheinlich nicht nur Konstitution. Darum erhöht sich das auch nicht. Und nur Rüstungswert, sozusagen. Also noch weniger. Nun gut, aber wir haben mehr Defensive dadurch. Das ist auch gut. So. Okay, haben wir noch ein bisschen Essensradition. Das ist eigentlich das bei der Lebensenergieanzeige, das Gelbe. Also wenn man kämpft, dann geht das ein bisschen zurück. Und wenn man keine Essensration mehr hat, kann man sich auch nicht mehr regenerieren nach dem Kampf. Da muss man dann wieder Essensrationen finden. So, jetzt haben wir alles erreicht. Ja, wir haben alles erkundet. Und ja, im nächsten Part gehen wir dann hier nach Norden. Und gehen dann hier noch in einen Dungeon rein, wenn wir dann alles Schrott haben. Wir haben jetzt nämlich nur einen Schrott gefunden. Wir brauchen 5, um dort hinten einzugelangen. Und wenn wir das geschafft haben, können wir hier noch hingehen. Ja, okay. Also, Dankeschön fürs Schauen. Im nächsten Part, ja, vielleicht dann auch schon der nächste Skill, denn rachsüchtige Flamme. Und 1 in Berührung der Flamme. Und wenn wir Level 10 sind, können wir dann die zweite Meisterschaft nehmen. Den Schamanen. Und dann so richtig draufhauen. Also, Dankeschön fürs Schauen und bis zum zweiten Part. Tschüss.